es ist früh am Morgen hier in Luzern, aber ich bin parat und dabei habe ich eure Aussagen zu Daten, Mobilität und zur Arbeitswelt von der Zukunft. Und der nächste Zug, der da hinter mir einfährt, den nehmen wir mit dem Andreas Meyer zusammen, dem CEO von der SBB. Erwartet werden heute ganz konkrete Antworten. Also ich denke mir, der Datenschutz per se ist ein schönes Wort, aber ich glaube, der existiert nicht. Andreas Meyer, müssen die Leute Angst haben, ihre Daten? Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist wirklich auch das, was die Schweiz ausmacht. Die Vertrauenswürdigkeit. Und das Vertrauen der Kunden in die SBB ist das höchste Gut, das wir haben. Bei der Sicherheit, beim Rollmaterial, aber auch bei den Daten. Digitalisierung zu ermünden, dass wir am Schluss effizienter und kostengünstiger gewisse Leistungen erbringen können. Also, Sachen billiger machen oder mehr mit dem gleichen Aufwand. Wenn du mich fragst, klingt das alles noch etwas schwammig. Was heisst das ganz konkret? Das heisst, dass wir auf diesen Schienen hier aussen, ohne dass wir neue bauen müssen, 30% mehr Güter und mehr Personenverkehrszüge fahren können. Das heisst aber auch, dass wir den Kunden, wenn sie unterwegs sind, weil wir Daten haben, können sagen, was die beste Alternative ist, wenn wir einmal eine Störung haben, oder dass wir sie darauf aufmerksam machen können, wo es noch freie Plätze hat, in welchen Zügen. Man kann sich heutzutage schon billig auf dem Handy kaufen. Also sprich, die Leute am Schalter werden eigentlich gar nicht mehr so gebraucht wie früher. Alors, la robotisation, ça veut dire que ça remet notre métier en question. Dass es günstiger wird vielleicht, wenn man nicht mehr so viele Leute vor Ort einsetzen muss vielleicht. Werden jetzt billige Preise günstiger? Aber nicht wegen der sinkenden Personalkosten. Es ist so, die Kunden werden mehr und mehr den Billettautomaten im Sack haben. Aber neben aller Technologisierung braucht es auch den menschlichen Kontakt. Ich bin davon überzeugt, dass wir im Kontaktcenter in Brieg mehr Leute werden brauchen, die individuell können auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen können. Und auch das zugbegleitete Personal wird sich noch stärker auf den Kunden konzentrieren und nicht nur Billettkontrollen machen. Das sind also die positiven Auswirkungen von Digitalisierung. Digitalisierung ist aber auch ein neues System. Schauen wir mal, wie die Mitarbeiter mit dem umgehen. Bisogna essere, diciamo, un po' formati su quello che è l'uso dei tablet e dei telefonini, quindi magari alcune persone non giovanissime si trovano magari in difficoltà con questi sistemi. Ist das so? Verpassen die Alten den Anschluss? Nein, das glaube ich nicht. Es ist tatsächlich so, dass man sich laufend auf dem Laufenden muss behalten. Weiterbildung spielt noch eine größere Rolle als in der Vergangenheit. Aber unterschätzen wir die ältere Generation nicht. Gerade vor kurzem hat mir einer gezeigt, wie ich mit meinem Handy noch besser umgehen kann. Ein Zugbegleiter hat mir riesen Spass gemacht. Immer mehr Leute fahren mit dem Zug. Die Züge werden immer voller. Ich hoffe mal, dass es mehr Züge gibt. Wie tun wir das überhaupt abfedern? Ja, es gibt mehr Züge. Der Fernverkehr ist jetzt zum Fahrplanwechsel. 400 Meter lange Züge, 1200 Sitzplätze, super bequem. Dennoch hat der Giruno in 2020 im Einsatz auf der Nord-Süd-Achse. Also nur mit Digitalisierung geht es nicht. Es braucht schon auch noch physische Sitzplätze. Physische Sitzplätze, ja, aber Individualität spielt auch immer mehr eine Rolle. Lassen wir mal rein. L'importante è che rimanga la possibilità di avere. Ich kann prendere, was ich brauche. Wie kennen wir die Bedürfnisse der Leute eigentlich überhaupt? Ja, immer mehr, indem dass der Kunde sagt, wie ich heute am Morgen, ich will heute auf Airolo. Dann sieht man, was für einen Zug das ich benutze. Und ich glaube, es geht nicht mehr so lange, dass ich im Wagen neben dem Restaurant schon meinen Kaffee finde, wenn ich herkomme. Bringt einen Haufen Vorteil für den Kunden und hilft uns natürlich auch, Züge besser zu planen und dem Kunden ab und zu eine Alternative vorzuschlagen. Ein Chip in diesem Portemonnaie oder in diesem Nadel. Und ich kann in alle öffentlichen Verkehrsmittel gehen. Was sagst du zu diesem Bedürfnis und wieso sind wir noch nicht so weit? Das ist genau die Zielsetzung. GA-Komfort für alle. Einfach ein- und aussteigen und nachher fair abgerechnet werden. Die Voraussetzung ist, dass wir ganz präzise wissen, wer wann wo war. Ja, denn wenn wir das nicht mit so einem Ding machen können, haben wir 1000 Reklamationen im Tag. Ja, und dann setzen wir das Personal am falschen Ort ein. Herzlichen Dank, Andreas, für die vielen konkreten Antworten. Und wir sehen uns am Digitaltag am 25. Oktober. Dann gibt es ein tolles Programm für euch. Kommt vorbei, wir freuen uns.